So fängt The Forest an, mit einem Flugzeugabsturz und mein Sohn wird entführt. Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer The One WWW von CineGamers. Nach einem Flugzeugabsturz kämpfe ich auf einer abgelegenen Insel ums Überleben und versuche meinen Sohn zu finden. Beim Flugzeugwrack finde ich Essen, Medikamente und eine Axt. Die wird noch verdammt nützlich sein, wenn man eines dieser verdammten Monster begegnet. Unter anderem muss man auch auf seine Energie und seinen Hunger achten. In einer belebten Welt mit zahlreichen Tieren wie Vögel, Hasen, Spinnen. Die Grafik überzeugt voll und ganz. Versehen mit eindrucksvollem Sound und die Effekte wie Wind und Regen. Nun, ich gebe zu, das Gefühl von Angst, Überleben und der eindrucksvollen Welt wird gut vermittelt. Wenn man stirbt, spawnt man in einer Höhle wieder, aus der es gilt, den Ausgang zu finden und zu entkommen und weiter zu überleben. Laut vieler Spieler ist The Forest definitiv das beste Survival Game aller Zeiten und das auch schon nach kurzer Spielzeit. Die Kannibalen sind jedoch ziemlich aufdringlich und man stirbt sehr schnell. Jeder, der Survival Games mag, ist dieses Spiel wärmstens zu empfehlen, aber auch alle anderen sollten unbedingt ein Auge drauf werfen. Nach meiner Meinung ist es eines der besten Horrorspiele überhaupt.